dann. Resellen! Truppe links! Hit. In die Hit. Scholl. Hit. Also das Zerlegen der Waffe. Wir fangen vorne an beim Mündungsfeuerdämpfer. Der wird abgeschraubt. Der Ladeschieber wird zurückgezogen, gespannt und nach vorne geschoben. Kommt der Haltebolzen. Wenn jemand auf einen Befehl erteilen will, so muss er natürlich auch gewisse Voraussetzungen selbst erfüllen, die den Untergebenen zum Nachbild aneifern. Denn es darf nicht passieren, wie es schon früher vorgekommen ist, und ihr könnt eure Väter fragen, die im letzten Krieg dabei waren, dass da irgendjemand nur allein aufgrund seiner Sterne, die er am Kragen trägt, vielleicht diese Stellung ausnutzt, und so dann zu einer schikanösen Behandlung der Untergebenen übergreift. Worauf wird es also in erster Linie ankommen, wenn wir diesen Anforderungen voll und ganz als Gruppenkommandant nachkommen wollen? Denkt mir. Wenn der Gruppenkommandant in seiner Ausbildung auch Erfolg haben will, das heißt in erzieherischer Hinsicht, als auch in Hinsicht auf eine gewisse, sagen wir, vollmilitärische Ausbildung, so ist es wichtig, dass sich der Gruppenkommandant vor allem mit dem Mann, mit dem einzelnen Mann persönlich beschäftigt. Und wir gehen jetzt weiter und kommen zu den Leistungen des Gruppenkommandanten. Er muss seinen Untergebenen als Vorbild voranstehen, er muss selbst bei der Geländeausbildung als erster die Übung vorzeigen und wenn es auch sein muss, sich in den Dreck zu schmeißen. Um es eben seinen Untergebenen, von denen er verlangt, dass es nachgemacht wird, vorzuzeigen. Und zwar richtig vorzuzeigen. Ja, können Sie irgendein Beispiel anführen, zum Beispiel auf dem Gebiet des Sportes, wo hier das zum Ausdruck kommen kann? Binder. Jawohl, da weiß ich ein Beispiel. Zum Beispiel auch beim Fußballspiel soll der Gruppenkommandant dabei sein, damit er die Leute richtig kennenlernt und näher in Kontakt kommt. Heute zum Beispiel war das große Ländermatch Österreich-Ungarn. Österreich spielte in der Aufstellung im Tor Schmid, Verteidiger, Linker, Barschan, Stopper, Stotz, rechter Außendecker, Haller, Aufbauläufer, Otzwir, Koller, im Sturm rechts Groß, Verbinder, Wagner in der Mitte, Hanapi, der große Zauberlehrling, links Verbinder, wieder mal Probst mit von der Petli und links Außenkörner 2, Ungarn spielte im Tor Farago. Rechter Beck, Busanski, Landus, Lorand, Zacharias, Gossis, links außen Venevesi, Cibur, dann der Machos, Tichy, Buskas. Das Match begann sehr rasant. Österreich ergreift sofort die Initiative. Der Ball kommt herein zu Hanapi, der auch im Dialekt der kleine Binder genannt wäre, auch so klein ist wie der Binder, und knallt Volley ins linke obere Eck, aber leider war der Linksaußen der Körner, der Fred war das, abseits. Ein Pech für die Österreicher, das Publikum hat gerast. Es war wirklich fantastisch. Und der Hauptmann war sehr betrübt. Hier also darf ich Ihnen Herrn General Lipitzky vorstellen.
Herr General, ich lese, Sie sind nicht nur, haben nicht nur einen militärischen Rang, sondern Sie sind noch Sektionschef, Hofrat, Ingenieur und Doktor. Darf ich fragen, wie vereint sich das alles? Ich war in den Jahren nach 45 bis zur Aufstellung des Amtes für Landesverteidigung als Hofratleiter einer Abteilung des Finanzministeriums, in der Personal- und Pensionsfragen der Berufsmilitärpersonen behandelt wurden. Mit der Aufstellung des Amtes für Landesverteidigung wurde ich zum Sektionschef im Bundeskanzleramt bestellt. Es ist Ihnen ja bekannt, dass das Amt für Landesverteidigung eine Sektion des Bundeskanzleramtes ist und der Herr Bundeskanzler selbst auch Minister für Landesverteidigung ist. Darf ich da gleich einmal unterbrechen? Es wird von den Parteien dann immer wieder gesagt, durch diese Verbindung mit dem Bundeskanzleramt sei auch der Aufbau des Heerwesens in Österreich an die Person und an die Partei des Bundeskanzlers gebunden. Stimmt das? Na, diese Frage muss dahin beantwortet werden, dass der Herr Bundeskanzler als Landesverteidigungsminister naturgemäß die Aufstellung des Heeres zu betreuen hat. Aber keinesfalls heißt das, dass das Heer an die Partei des Herrn Bundeskanzlers gebunden ist. Das Heer ist nach dem Wehrgesetz, das seit dem September vorigen Jahres in Kraft steht, aus der Politik herausgehoben. Der einzelne Soldat hat die politischen Rechte, aber das Heer als Institution ist frei von Politik und es ist das Politisieren oder Politik treiben innerhalb des militärischen Bereiches und im Dienste völlig ausgeschaltet. Es trifft also nicht zu, was immer wieder gesagt wird, dass der Proporz in Österreich sich auch auf die Aufgaben des Heeres ausdehne. Das ist sicherlich nicht der Fall. Der einzelne Mann mag der oder jener Partei angehören oder von Politik sich fernhalten. Das Heer als solches ist frei von jeder Politik. Ich höre, dass laut Staatsvertrag den höheren Offizieren der ehemaligen Wehrmacht verboten ist, im neuen Bundesheer aktiv zu werden. Welche Offiziere betrifft das? Der Staatsvertrag schließt in Artikel 12 vom Dienst in den österreichischen Streitkräften jene Offiziere österreichischer Staatsbürgerschaft aus, die in der deutschen Wehrmacht den Dienstgrad Oberst oder höher erreicht haben. Ich als Zivilist würde ja nun sagen, das ist nicht schlimm. Aber wenn man an die Verhältnisse in der Bundesrepublik denkt, dann muss man sagen, bei uns werden die höheren Dienstgrade ganz genau ausgesucht. Aber es ist sehr die Frage, ob auch die niederen Dienstgrade genauso ausgesucht werden. Und wir haben die Gefahr, dass die höheren, weil sie alt sind, bald weg sind. Und dann, dass dann etwas nachwächst, was nicht so genau ausgesucht ist. Das ist also genau das gegenteilige Problem bei uns. Nun haben Sie ja überhaupt eine ganz andere Lage. Sie sind ein kleiner Staat, Sie sind neutral. Und ich glaube, es gibt hier auch so etwas wie ein Staatsgefühl. Das hat sich nun eingestellt in diesen Jahren. Wirkt sich das auch im Bundesheer aus? Ich glaube schon, dass wir damit rechnen können, dass das Volk erkannt hat, dass die Landesverteidigung eine ebenso wichtige Sache zur Erhaltung der Neutralität und zur Erhaltung des Bestandes des Staates ist, wie alle anderen Aufgaben. Wir haben jedenfalls die allgemeine Wehrpflicht durch das Wehrgesetz eingeführt. Wir machen heuer, jetzt in den nächsten Wochen, das erste Mal die Musterungen des Jahrganges 1937 und wir glauben, dass alle natürlichen Widerstände gegen die Neueinführung eines seit 20 Jahren nicht bestandenen Zustandes der Wehrpflicht überwunden werden können und wir mit einer allgemeinen Teilnahme des Volkes an dieser neuen Pflicht dem Staate gegenüber rechnen können. Kein Staat ist glücklich, der Militär braucht. Aber im Verhältnis scheint Österreich doch glücklicher dran zu sein. Sie haben eine psychologische Ausgangsbasis, die wesentlich günstiger ist. Sie haben politisch lange nicht so viel versäumt wie bei uns und vor allen Dingen, Sie haben eine Bereitschaft von draußen her und Sie haben nicht die Gefahr, dass das Militär ein Staat im Staate wird. Wir gratulieren dem glücklicheren Österreich.